Der Opti-Grill mit der Modellnummer GC705D ist das Einsteigermodell von Tefal und wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Wir schauen als erstes mal auf die Größe und Leistung vom Opti-Grill Standard. Was ist hier wichtig zu wissen? Also zum einen, der Opti-Grill Standard ist eines der normalgroßen Opti-Grill Modelle. Das heißt, wir haben eine Grillfläche von 30x20 cm. Ihr seht im Vergleich darüber die Größe der XL-Modelle. Ist aber trotzdem eigentlich ausreichend, wenn ihr nicht für mehr als 3 Personen normalerweise grillt. Dann ist hier noch auffällig, wir haben im manuellen Modus einen Temperaturbereich von nur 255 bis 275 Grad. Das gucken wir uns gleich noch genauer an, was das bedeutet. Und die Bedienung von dem Opti-Grill Standard, die erfolgt über die Programmtasten im Griff des Deckels. Wenn wir uns jetzt die Programme angucken, sehen wir auch relativ schnell, warum wir hier von einem Einsteigermodell sprechen. Fangen wir mal links an bei den automatischen Programmen. Also das sind die, die schon für bestimmte Lebensmittel voreingestellt sind. Da haben wir insgesamt 6 Stück zur Auswahl. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Und wir haben auch die Auftauen-Funktion, die an der einen oder anderen Stelle ganz hilfreich ist. Also da würde ich jetzt erstmal sagen, gar nicht so schlecht. Aber wenn wir auf die rechte Seite gucken und uns den manuellen Modus genauer anschauen, dann sehen wir genau jetzt das Problem mit dieser doch recht kleinen Temperaturspannweite von nur 255 bis 275 Grad Celsius. Das heißt nämlich, wir können hier nur mit relativ hoher Temperatur grillen, auch nur eben in dieser einen Stufe, können nichts regulieren. Und das ist beispielsweise für Gemüse einfach extrem schlecht, weil da natürlich ganz viel nicht geht, denn das grillt man normalerweise eher auf geringerer Temperatur. Und somit sind hier einfach der Funktionsumfang und eure Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt. Zum Zubehör muss man gar nicht viel sagen, denn ihr seht schon hier, da sind wir wirklich leider komplett eingeschränkt. Wir können weder die Backschale noch die Waffelplatten nutzen. Und das bedeutet am Ende, dass wir wirklich mit dem Opti-Grill Standard nur grillen können und keine Möglichkeiten haben, hier den Funktionsumfang zu erweitern. Was wird häufig gefragt zum Opti-Grill Standard Modell? Also zum einen natürlich nochmal ganz klar, was ist jetzt der Unterschied vom Opti-Grill Standard zum Opti-Grill Plus? Es sind eigentlich 2 wesentliche Unterschiede. Wir haben beim Opti-Grill Plus 4 Stufen im manuellen Modus, also auch eine höhere Temperaturbandbreite und dadurch auch die Möglichkeit, eben den Opti-Grill Plus sowohl mit der Backschale als auch mit den Waffelplatten zu erweitern. Und dann gibt es häufig noch die Frage, weil es auch immer wieder auftaucht, was ist denn der Opti-Grill GC702D? Hier handelt es sich einfach nur um das Vorgängermodell, also grundsätzlich eigentlich gleich, nur noch mal eine Variante älter, unterscheidet sich aber nicht wesentlich von dem GC705D. Beim Opti-Grill Standard kann ich euch wirklich ganz klar vom Kauf abraten. Aus meiner Sicht spart man hier an der falschen Stelle, denn das nächst bessere Modell, der Opti-Grill Plus, ist kaum teurer. Und ihr habt hier einfach dadurch, dass ihr nicht Zubehör dazu kaufen könnt, weil es nicht kompatibel ist und nur durch diese eine Stufe im manuellen Modus eine extrem eingeschränkte Funktionalität. Und das ist es aus meiner Sicht nicht wert. Da habe ich jetzt schon so häufig gehört, dass sich Leute am Ende ärgern, dass sie zu dem Modell gegriffen haben. Von daher, wenn ihr es nur ansatzweise euch vorstellen könnt, mehr zu grillen als irgendwie Sandwiches und Steaks, dann greift lieber zu einem anderen Modell. Was sind jetzt die guten Alternativen zum Opti-Grill Standard? Auf jeden Fall an Nummer 1 ist da der Opti-Grill Plus zu nennen. Das ist nämlich das nächst bessere Modell. Es ist kaum teurer, ehrlicherweise, und ihr habt aber deutlich mehr Funktionsumfang. Guckt euch das auch gerne in dem Video dazu an, zu dem Modell. Oder wenn ihr darüber nachdenkt, dass ihr vielleicht sogar ein etwas größeres möchtet, dann greift zum Opti-Grill Plus XL. Das ist eigentlich auch ein sehr gutes Modell, habe ich auch ein Video zu gemacht. Und natürlich könnt ihr euch auch auf der Website hier den großen Vergleich der Modelle anschauen. Da seht ihr nochmal wirklich im Detail die einzelnen Unterschiede und solltet dann eigentlich genau das richtige Modell für euch finden.